sehr wichtig, was wir heute hier sehen, weil schon seit 16 Jahren bin ich in Deutschland und wir arbeiten mit verschiedenen Flüchtlingsorganisationen. Und ich denke, diese Demonstration und diese Bewegung ist sehr wichtig, weil 99% Menschen sind dabei und das ist eine neue Bewegung weltweit und auch in Deutschland. Das ist sehr, sehr wichtig, dass die Flüchtlinge aus dem Iran hier in Würzburg haben schon erklärt, von wo wir sind gekommen. Wir sind aus einem Land hier geflüchtet, die dort alles verboten ist. Eine faschistische, islamische Regime beherrscht dort seit 33 Jahren und ich bin Vorsitzende bei einem Komitee gegen Steinigung. Steinigung heißt, wenn die Frauen außereheliche Sex haben, werden auf die Straße gebracht, genauso wie also diese Straße. Und die Menschen stehen rundherum und werfen so viele Steine, bis diese Frau tot ist. Das ist eine unmenschliche und barbarische Regierung und wir haben schon seit 20, 30 Jahre mit deutscher Regierung haben wir Kontakt und wir reden über diese Problematik, aber die deutsche Regierung hilft islamische Regime im Iran und auch hilft islamische Regime, wenn hier diese Flüchtlinge nicht anerkannt als politische aktive Personen, die dort gegen unmenschliche Regierung gekämpft haben und nach Deutschland gekommen sind. Seit 6 Tagen diese Flüchtlinge haben in Würzburg ein anderes Gesicht von Deutschland gesehen. Und ich bin seit 16 Jahren in Deutschland, ich habe dieses Gesicht von Deutschland sehr viel erlebt. Eine humane Deutschland, eine menschliche Deutschland, eine 99% Deutschland und nicht 1%. Wir haben schon jetzt erlebt, vor einer Woche habe ich Arbeitsministerium und also die Frau Christine Haderhauer angerufen. Ich habe mit einem Mann namens Herr Dick gesprochen. Habe ich gesagt, die deutsche Regierung sollte schon kommen, also einige Behörden sollen sich einmischen, weil die sind in Hungerstreik und das muss eine Antwort gegeben werden. Und der Herr Dick hat Mina Ahadi gesagt, Frau Ahadi, lesen Sie die Kommentare, was die Menschen dort geschrieben haben. 70% von Menschen Entschuldigung, haben dort geschrieben, wenn hier nicht ihnen passt, gehen sie nach Hause. Ich habe gesagt, das ist nicht 70% von Menschen, sondern Rassisten. Das habe ich sehr wenig. Seit 16 Jahren lebe ich in Deutschland, habe ich nie von einem normalen Mensch auf die Straße sowas gehört. Die Menschen, die in Deutschland leben, sie haben Kritik gegen die deutsche Regierung und sie möchten Menschenrechte verteidigen. Asylrecht ist Menschenrecht. Und diese Menschen sind auf die Straße gekommen. Also, wir bedanken uns von humane Deutschland. Wir bedanken uns von menschliche Deutschland. Wir bedanken uns von 99% von Menschen in Deutschland. Wir sind 99% hier und auch im Iran. Wir sind gegen faschistische islamische Regierung. Pro 4 Stunden ein Mensch wird auf die Straße gehängt. Und wenn einer sagt, ich bin nicht mehr Muslim, wenn eine andere Religion angehört, wenn eine andere Sexorientierung hat, alles ist verboten im Iran. Atmen ist verboten, Liebe ist verboten, Sex ist verboten, Farbe ist verboten. Das ist eine Regierung gegen Menschlichkeit. Und wir Frauen, wir Menschen waren auf die Straße dort. Und genau deswegen wir sind geflüchtet hier. Wir brauchen unsere Menschenrechte. Und ihr seid diejenigen, die uns verteidigen, nicht die deutsche Regierung. Natürlich, Herr Dick kann schon sagen, Frau Ahadi, gehen Sie nach Hause, wenn das nicht hier Ihnen gefällt. Aber das ist eine Tendenz, eine rassistische Tendenz in Deutschland. Und die sind nicht alle, nein, überhaupt nicht. Ich denke, wir müssen diesen Flüchtlingen helfen. Eine von der Regierung sollte dort kommen und eine Antwort geben. Und alle diese Flüchtlinge sollen als politische Flüchtlinge anerkannt werden. Asylrecht ist Menschenrecht. Es lebe Menschlichkeit. Dankeschön. Vielen, vielen Dank.